Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Far Cry 5. So, wir haben jetzt einiges zu tun. Zum einen habe ich hier den nächsten Stunt von Clutch Nixon. Dann würde ich ganz gerne auf dem Weg zum nächsten Gebiet, beziehungsweise zur nächsten Mission, noch einmal hier den Schwarzbarsch mitnehmen. Den habe ich bislang noch nicht geangelt. Was ist denn da? Amerikanischer Schwarzbär. Na, schade. Dann gibt es hier ja noch Guy Marvel oben, der scheinbar eine Mission für uns hat. Hier noch ein Vietnam-Feuerzeug. Das kann ich bei der Gelegenheit ja auch noch mitnehmen. Hier unten ist dann der nächste Sektenaußenposten. Also, wir haben hier in der Gegend auf jeden Fall mehr als genug zu tun. So, na dann. Was haben wir hier? Musste Clutch Nixon, der größte Stuntman von Hope County, einsehen, dass Gott tot und die moderne Welt nur eine Farce war. Also tat er das einzig geistig Gesunde, das ihm einfiel. Er schnallte sich in einen klapprigen Buggy und raste einen felsigen Berghang runter, um dann in der Geisterstadt Prosperity zu verunfallen. Als er wieder bei Bewusstsein war, schwor Clutch sich, seine Stuntarbeit und seine Programme zur Leseförderung von Kindern voranzutreiben, anstatt weiter in einem bodenlosen metaphysischen Abgrund zu versinken. Und niemand hat sich seitdem am La Descente dans la Folie versucht. Bis ich daherkam. Clutch Nixons Kampf gegen die Langeweile. Fahre den Buggy durch alle Kontrollpunkte und unterbiete dabei Clutch Nixons Rekord. Let's go. Oh, jei, jei. Oh, dieser Ladebildschirm, den finde ich auch so mega. Also, das ist immer schon schön, dass die Ladebildschirme wirklich so anders sind in jedem Gebiet. Das frischt das Ganze ein bisschen auf. Oh, Scheiße! Oh Gott im Himmel! Oh Mann, das ist ja das reinste Selbstmordkommando hier. Oh, ja. Oh, Scheiße. Hihihi. Oh, gerade noch so erwischt. Aha. Aber trotzdem, der Wagen kann dabei doch auch nicht ganz bleiben. Oh, Scheiße. Yo. Alter, das war geil. Das war jetzt zugegebenermaßen richtig geil. Oh, shit. Himmel, Arsch und Wolkenbruch, ey. Alter. Puh. Ausgleichen. Oh Gott. Ja, ich merk schon, ey. Aber auch ohne Felsen oder Bäume umzufahren, ist das hier voll die gefährliche Strecke. Schade, das war nicht das Ende. Habe ich jetzt wegen der Feuerfontäne gedacht. War wahrscheinlich. Oh, Scheiße. Nur ein Checkpoint. Ah! Alter. Was? Was, was, was? Wohin? Oh, Scheiße. Ich Depp. Oh, ich habe jetzt aus dem Augenwinkel in einer anderen Richtung einen weiteren Kreis gesehen. Ich dachte, ich musste jetzt komplett woanders lang. Ups. Oh nein. Oh, gut. Oh, eng. Das habe ich gerade eben noch so erwischt. Das Checkpointchen. Oh Mann. Das war Panne. Einmal durch die Busse. Ah, ja. Jawohl! Oh Scheiße! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Jetzt nicht schnapp machen. Ich bin nur noch einen Checkpoint vom Sieg entfernt. Komm schon! 6, 5, 4, 3. Oh ja! Geil! First try! Alter, war die Strecke geil! Da, wo man die Karre ja schon fast senkrecht fahren musste. Das war ja geil. Das war eine Stunt-Mission, die ich richtig genossen habe. Wow, Notausstieg in Werkstätten freigeschaltet. Mega. Huiuiuiuiui. Das war ja schon mal ein schöner Start in den Part, würde ich sagen. Okay, ja, habe ich hier zufällig irgendein Auto? Da? Ich würde auch einen Quad nehmen, ist mir egal. Ich nehme, was ich kriegen kann gerade. Nö. Ich sehe hier überall nur diese vermaledeiten Schaufenster. Moment. Nee, der ist ausgeschlachtet. Nicht abgeschlachtet. Nee, ausgeschlachtet. Na, schade. Na gut. Gehe ich halt zu Fuß, beziehungsweise zumindest einen Teil des Fußwegs kann ich mir hierdurch sparen. Und was Näheres habe ich hier leider noch nicht entdeckt. Upsala. Nee, 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 nee. Das bleibt schön markiert. So.
Dann begeben wir uns mal zu einem neuen Angelort. Es gilt, einen neuen Fisch an Land zu ziehen. Und danach, ja, sammle ich ein Vietnam-Feuerzeug ein, weil ich gerade dran vorbeilaufe. Ne? Ist zwar ein sammelbarer Gegenstand, aber für die Platin brauchen wir von jeder Art Collectible gerade mal ein Stück. Ich weiß jetzt nicht, was es außer den Comics und den Feuerzeugen noch so an Collectibles in der Welt gibt. Irgendeine Sammelquest werde ich in der Hinsicht bestimmt noch nicht bekommen haben. Ich weiß noch nicht welche. Keine Ahnung, welche sammelbaren Gegenstände da jetzt noch herumliegen könnten. Aber finde ich schon im Laufe der Zeit heraus. Aber trotzdem, ich nehme an sich eigentlich alles mit, was ich kriegen kann. Ja, geil. Das Stinktier hat ihn angestunken und ist abgehauen. Habt ihr das gesehen? Oh, der arme Kerl. Guckt euch die Resignation. Jetzt hat er abgeschlossen. Das sah jetzt geil aus. Der dachte sich so, ach man, scheiße, ist das jetzt gerade eben wirklich passiert? Hat einfach komplett da jetzt kurz aufgegeben und hat sich mit seiner Situation abfinden müssen. Ah, das war jetzt herrlich. Okay, das ist doch schon der Ort, oder nicht? Ja. Oh, ich habe eine Lektion fürs Leben. Bist du interessiert? Sag mal. Du siehst aus wie ein erfahrener Angler. Das ist der, wie Eulen nach Athen tragen, ha? Du wärst blöd, wenn du in dieser Gegend nicht angeln würdest. Bei dem ganzen Irrsinn, mal einen Moment für sich zu haben, ist gut für die Seele. Es ist wichtig, nicht aus den Augen zu verlieren, wofür es sich zu kämpfen lohnt und wofür nicht. So wie ich es sehe, rühren die größten Probleme dieser Tage daher, dass die meisten Leute nicht mehr innehalten und nachdenken, bevor sie etwas tun. Nicht jedes Problem lässt sich mit Kugeln lösen, weißt du? Aber das ist nur meine Meinung. Falls du Ausrüstung, Köder oder sowas brauchst, ich kann dich ausstatten. Alles klar, danke dir für diesen kleinen Exkurs. Ja, hat er recht. Beim Angeln kann man so ein kleines bisschen die Seele baumeln lassen, über alles nachdenken. Und er hat recht, ne? Nicht alles lässt sich mit Kugeln lösen. Für manche Sachen braucht man Raketen. Oder Sprengstoff. Oder sonstiges. Gebe ich dir vollkommen recht. So, na? Jawohl. Okay, und einholen. Ist mein Fisch. Der lässt sich ja jetzt auch mega leicht einholen. Hallo, Schwarzbarsch. Ja, okay, der ist auch etwas kleiner. Alles klar, damit hätten wir den dazugehörigen Vorteilspunkt auch freigeschaltet. Ernsthaft? Ich gehe hier nur ins Wasser rein und das ist auch schon blitzverseucht. Ey, das ist ja echt unfassbar. Jede Pore von diesem Gebiet kotzt Bliss aus. Das kommt schon zu allen Seiten hier raus. Echt unfassbar. Was ist denn da hinten? Ah, so ein Schrein? Oder nee, das ist jetzt so ein Motorboot. Hier passiert nichts. Aber kann ich ja auch kaputt machen. Schaden kann's ja nicht, ne? Hui! Müsste reichen. Tschüss! Vorratsfahrzeug zerstört. Ach, das war das! Ja, okay. Meinetwegen. Den im Vorbeilaufen einfach mal so eine Dynamitstange an den Kopf zu knallen, ist doch auch geil. Hihihi. Einfach mal hinschmeißen und weg. Als wäre es ein einfacher Streich. Danke, dass du die Bliss-Transporter angegriffen hast. Faith-Leute nutzen die Trucks und Boote, um ganz Hope County mit dem Zeug zu versorgen. Hab nicht Schaden, wow, wenn du noch mehr zerstörst. Wenn die was herstellen, was die Leute umbringt, tja, dann wäre es doch nur gerecht, wenn der Tod auch mal gehörig an ihrer Tür klopft. Der Krieg gegen die Drogen. Alles klar. Oh, scheiße. Was war? Oh, shit. Hallo. So. Das war's. Okay, Zivilist gerettet. Hi. Was denn? Man hört Gerüchte, dass die Sekte tonnenweise Zeug in die Schwefelhöhle schafft. Keine
Ahnung, ob es Waffen oder Drogen sind, aber der... Ach, Kollege. Wir haben uns gerade hier unterhalten, du unhöflicher Sack. Was zum Teufel? Hi. Was? Wo? Wie? Ah! Gott im Himmel! Böser Baubau! Nein! Alter! Oh, der Arme. Schnauze jetzt! Boah, dem habe ich schön in den Kehlkopf geschossen. Das hat man gesehen. Drecksack. So, ist gut jetzt? Wo kommt denn jetzt noch einer? Meine Güte! Ihr könnt einen auch nicht in Ruhe lassen, ne? So, können wir uns jetzt in aller Ruhe unterhalten? Alter! Ja! Ihr Wichser! Alter, wer war das mit dem Rocket Launcher? Wo? Warst du das? Ich glaube schon. Ja, er war das. Alter, was für Penner! Wie der den Typen einfach weggeballert hat. Habt ihr gesehen, wie der davon geflogen ist? Wie so ein Test-Crash-Dummy? Oh. Man hört Gerüchte, dass die Sekte tonnenweise Zeug in die Schwefelhöhle schafft. Keine Ahnung, ob es Waffen oder Drogen sind, aber der Ort ist ihnen jedenfalls wichtig. Also wenn ich so oft einen von der Seite mitbekommen hätte, vor allen Dingen mit einem Raketenwerfer, würde ich es auch so wie er machen. Ich bin der Busch. Das Angel Gra... Och nö. Och nö. Ich weiß nicht, ob es... Wow! Ich weiß nicht, ob es überhaupt was bringt, vor ihr davon zu laufen. Oh Gott. Ey, der arme Kerl hat's auch echt nicht leicht. Was? Töte keine... Was denn? Ich hab den doch nicht getötet. Das war der Puma. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich jetzt ernsthaft für das, was der Puma gemacht hat, verantwortlich machen? Ey, Spiel. Ja? Kack mich nicht von der Seite an. Ich schwör's dir. Das kann ich ja gar nicht ab. Wenn das Spiel mich für was zur Rechenschaft zieht, was ich gar nicht gemacht habe, sondern das Spiel. Also... Ich gehe mal auffällig, unauffällig kurz zum Vietnam-Feuerzeug. Die wird doch wahrscheinlich öfter jetzt auftauchen, oder? Was ist denn hier? Abercrombies Notiz an alle, die nach mir suchen. Das Ende der Welt ist nahe. Das globale Finanzsystem wird zusammenbrechen und der Einzige, der sich darauf vorbereitet, ist Joseph Seed. Das Projekt benutzt zwar keine Finanzbegriffe, aber sie meinen trotzdem genau diesen Kollaps. Die Immobilienpreise stürzen ab, Geschäfte gehen pleite, niemand reguliert noch irgendwas. Und Eden's Gate kennt den wahren Grund dafür. Gier. Das ist die Wurzel all unserer Probleme. Endlich habe ich Menschen gefunden, die denken wie ich. Sie gehen in Deckung, bis alles vorbei ist. Wenn dir die Zukunft am Herzen liegt, dann schließ dich uns an. Melvin Adams Abercrombie. Nee, danke. Oh, ich kann hier nicht rein. Hä? Moment mal. Was zum Teufel? Das Fahrzeug wird mir doch quasi unterirdisch angezeigt, oder nicht? Wie komme ich denn dann da runter? Ich dachte, es gibt hier jetzt in einem der Häuser einen Keller oder einen Bunker. Muss doch eigentlich so sein. Hier vielleicht? Ah! Na also, habe ich mir doch gedacht. Oh Gott. Ich habe das Gefühl, ich höre die ganze Zeit Faith im Hintergrund singen. Nadines Liste mit Erledigungen. Erstens aus Opa Melvins Keller ausziehen. Zweitens mich auf dem Weg zu Opa Collins Haus machen. Drittens die Comics finden, die er mir versprochen hat. Drittens, okay. Sich nicht von der Sekte umbringen lassen. Ja, das, ja. Böswillig handelte. Dieser Beamte ignorierte direkte Befehle und handelte eigenmächtig. Wir werden ihn finden und dementsprechend bestrafen. Bitte begreift, es besteht keine Gefahr für Eden's Gate oder die Familie. Ich verstehe jetzt euer ruhmreiches Ziel. Wir alle folgen dem Pfad. Oh Mann. Nochmal bitte. Von vorne.
anhören, zumindest den Anfang. Ich entschuldige mich bei den Mitgliedern von Eden's Gate und ganz besonders beim Vater, Joseph Seed. Wir hätten nicht herkommen sollen. Wir wollten nichts Böses. Die Aktion bei der Kirche war die Tat nur eines skrupellosen Beamten, der... Böswillig handelte. Okay. Böswillig handelte. So. Alles klar. Oh Mann, ich dachte mir gerade eben, da ist es schon gewesen. Ich dachte mir gerade eben wirklich, da wird gerade der Marshall auf dem Fernseher angezeigt und in dem Moment geht da draußen Geballere los, wo ich mir echt dachte, ist das euer Scheißernst? Jetzt ausgerechnet müsst ihr damit anfangen rumzuballern, wo ich gerade hier was Interessantes auf der Glotze sehe. In der Glotze. Na, meine Güte. Aber immerhin ein weiterer Skillpunkt hier unten. Gut. Klar, ist ja jetzt auch kein offizieller Prepper-Dungeon kein offizieller Prepper-Bunker gewesen. Aber dennoch, nett, dass ich hier wenigstens was finden konnte. Ach Gottchen, ey, ich kann teilweise noch nicht einmal in aller Ruhe Fernsehen gucken, ohne dass die Sektenmitglieder da draußen Stress machen. Okay, ja geil, die lässt mich nicht los, beziehungsweise laufen. Die wird immer wieder neben mir auftauchen. Bis ich sie anspreche, ich merke schon. Ja gut, bringen wir es hinter uns. Vor allen Dingen singt sie, ohne die Lippen zu bewegen. Teufel! Schön, dass du hier bist. Schön. Einmal von ihr anhauchen lassen, was ist das? Ein schicker Baum im Hintergrund, das ist neu. Wir haben dich in unser Haus gelassen, in unser Herz. Vertraue dem Pfad und du findest die Antworten, nach denen du suchst. Oh Mann, ey. Was wird denn das jetzt hier? Die Pilgerreise zum Lebensbaum? Ja, wohl eher ein Blissbaum. Alter. Das hier soll jetzt Eden's Gate sein, oder was? Hä? Der Pfad zum Paradies, ja. Und da tanzt sie wie das unschuldigste Lamm, das es gibt. Ist klar. Selbst die, die gegen uns kämpfen, suchen nach Erlösung. Du bist der Beweis. Wir alle brauchen Führung in solchen Zeiten. Deshalb müssen wir stark sein. Wir müssen wachsam sein. Jetzt siehst du es. Jetzt wirst du es verstehen. Weil die da draußen werden sehen, was wir erschaffen haben im neuen Eden. Die Liebe. Und sie werden kommen. Und sie werden uns das alles abnehmen wollen. Du richtest mich. Richtest uns und was wir getan haben. Die Leute sagen, dass ich verrückt bin. Aber wenn du morgens aufwachst, siehst du dieselben Nachrichten wie ich. Packt dich da nicht derselbe Horror? Das ist unsere Welt? Das? Das ist die Welt, die wir unseren Kindern hinterlassen? Gemeinden werden auseinandergerissen. Mauern werden errichtet, weil die Führer zu machtlos sind, um zu handeln. Weil die Tyrannen zu dumm sind, um uns anzuführen. Ich habe nicht darum gebeten. Ich wurde auserwählt. Alles nähert sich seinem Ende. Du kannst es fühlen. Ich weiß, du fühlst es. Sieh, die Menschheit ist schwach und verletzlich. Und wir rasen auf unsere Vernichtung zu und niemand ist bereit, irgendetwas dagegen zu unternehmen. Ich kann es sehen. Du kannst es sehen.
und wir sind nicht verrückt. Aber was sollen wir tun? Einfach warten auf das Unvermeidliche? Ich behaupte nicht, dass ich perfekt bin. Aber ich habe gesehen, was kommt und beschlossen zu handeln. Anzuführen. Weil die Gesellschaft zerbrochen ist. Und der einzige Weg nach vorne ist zurück zu dem, wie es früher war. Unschuldig und rein. So sicher und beschützt in unserem Garten. Ich kann dich retten. Und ich bekomme die Bronze-Trophäe, folge dem Pfad, Alter. Puh. Du wurdest reingeboren, folge dem Pfad und finde irgendwas wieder. Rookie, öffne die Augen! Gib mir das Adrenalin! Komm schon, komm schon! Komm schon, nicht kämpfen, komm! Jetzt beruhige dich! Keine Bewegung! Du bleibst jetzt liegen, ganz still! Gütiger, du hast uns eine Scheißangst eingejagt. Hey, Sheriff. Ein paar haben es nicht geschafft. Die Jungs sagen... Was ist mit Burke? Grady soll ihn haben, aber... Und wo ist dieser Grady? Ach, Herrgott. Also, du musst dich entspannen. Leg dich hin. Wir reden dann morgen. Jesus. Bist zu schnell aus dem Rausch erwacht. Das Zeug kann dein Gehirn kräftig in den Arsch ficken. Alles klar, Alter. Oh Mann, da wurde mir eine richtige Überdosis reingepfiffen. Puh. Da mussten die mich erstmal entgiften, ich sehe schon. Krass, das Bliss. Okay. Puh. Ich dachte, wir hätten dich ans Bliss verloren, Deputy. Zum Glück war der Sheriff zur Stelle. Gib dein Bestes, um dich zu revanchieren. Ja, wird aber noch dauern. Ich glaube, mindestens einen weiteren dieser Trips habe ich noch vor mir. Alter, war das krass, ey. Das war jetzt, durch Faith habe ich quasi nochmal so eine kleine Audienz bei Joseph bekommen. Das war jetzt auch nochmal interessant. Ich meine, Joseph, ich will nicht sagen, dass er mit einigen Sachen, die er sagt, nicht Unrecht hat. Aber, ein paar Sachen stimmen ja durchaus, die er sagt, aber... Ja, ich weiß nicht, ob er das nur deshalb sagt, um seine Sekte um sich zu versammeln, um ihren Glauben an ihn zu verstärken und dass sie ihm bedingungslos folgen. Und dann benutzt er sie einfach für seine eigenen Zwecke, für seinen Fanatismus. Keine Ahnung. Und seine Methoden sind auf jeden Fall auch ziemlich krass. Das muss man auch sagen. So viel steht fest. Alter Vater. Vor allen Dingen, das ist mir ja schon teilweise bei den Ladebildschirmen aufgefallen, wo man Joseph dann manchmal zu Gesicht kriegt. Der hat tatsächlich sich die 7 Todsünden scheinbar irgendwo auf die Haut geritzt. Ne? Gerade eben in der Cutscene hat man zum Beispiel gesehen, auf seiner rechten Brust, da war Sloth, also Trägheit, eingeritzt. Ne? Und ich glaube, in den Ladebildschirmen, da konnte man auch noch ein paar andere Todsünden sehen. Ne? Fand ich an sich ziemlich geil. Ne? Ich bin ja sowieso ein Fan von den 7 Todsünden und find's immer wieder geil, wenn die in Videospiele eingebunden werden. Ne? Muss ich jetzt noch mal ganz kurz überlegen, ob ich... Was ist diese Polizistin, von der alle reden? Ja? Ein Typ namens Roy hat uns die Koordinaten seines Bunkers geschickt. Angeblich hat er da Zeug verstaut, das wir brauchen können. Von innen ist er zugesperrt, aber man soll auch durchs Wasser reinkommen. Okay, Schiffswrack. Danke für den Tipp. So, genau. Nur um es noch einmal... Dass du hier bist und uns aus der Patsche hilfst, Deputy. Kein Ding. Mal gucken, ob ich noch irgendetwas auffüllen muss. Ich könnte mir wieder eine Weste holen, weil ich es kann. Munition auffüllen, bisschen Gewehr. Ja, für $50, kein Ding. Ach ja, und natürlich auch noch die Beute verkaufen. So.
So, gut. So, ich versuche jetzt nochmal alle... Wow, nur der Wiederholung halber. Alle 7 Todsünden auf Deutsch und Englisch nochmal wiederzugeben. Also, wir haben ja schon Sloth, die Trägheit. Ich suche nur noch einmal noch so parallel nach der nächsten Mission, die wir machen könnten. Stimmt, Insektenaußenposten wollte ich ja machen als nächstes. Aber bei Guy Marvel wollte ich eigentlich als nächstes machen. Da war ja auch noch was. Hoppala. Ja gut, machen wir den als nächstes. Teleportiere ich mich hier hin und dann in der Zeit kann ich ja schön weiterhin über die 7 Todsünden nachdenken. Also Sloth, Trägheit. Dann haben wir natürlich Greed, Gier. Wir haben Lust, Wollust. Wir haben Envy, Neid. Wir haben Gluttonie, Völlerei. Oder Fresssucht, ich weiß nicht, und Maßlosigkeit, stimmt, Maßlosigkeit war die alternative Übersetzung für Gluttonie. So, was fehlt mir jetzt noch? Ach ja, Pride, Hochmut. Und, ach Gott, welche habe ich jetzt genannt, welche fehlt mir noch? Meine Güte, jetzt komme ich durcheinander mit denen, die ich bereits genannt habe und denen, und der, die mir noch fehlt. Welche Todsünde fehlt mir jetzt noch? Wrath, natürlich. Wrath, Zorn. Wrath mit dem stummen W am Anfang. Ach, meine Güte. Keine Ahnung, warum ich dafür jetzt so lange gebraucht habe. Aber wenn es zur letzten Todsünde geht, dann denke ich viel zu viel über die, die ich bereits genannt habe, nach. Und dann fällt mir die 7. auf einmal nicht mehr ein. Aber ja, ach Leute, die 7 Todsünden, alles, was sich mit der Thematik befasst, da bin ich sofort schon mal interessiert, ne? Muss nicht heißen, dass es direkt gut umgesetzt wurde, aber ich bin prinzipiell schon mal interessiert. Hallo Guy Marvel. Jetzt muss ich nur noch einmal ganz kurz vorsichtshalber auf die Zeit gucken. Ah ja, wir haben noch ein bisschen. Ja, wir können die Mission von ihm wenigstens mal anfangen. Bist du? Das ist ein Filmset. Nee, ne? Wirklich? Warte, du bist neu. Willst du beim Film arbeiten? Natürlich willst du. Du bist die Lösung aller Probleme. Die Geschichte. Ein Niemand aus einer Kleinstadt. Du kommt gerade rechtzeitig, um einen weltbekannten Künstler zu retten. Mich, Guy Marvel. Der Film, Meisterwerk, ist seit 4 Jahren in der Mache. Und Guy lässt sich nicht stören. Nicht von diesem verfickten Pöbel. Ohne jegliche filmische Vision. Weißt du, wie viele verfickte Preise Blood Dragon 3 einstreichen wird, wenn wir dieses Monster richtig drehen? Alle! Außer, dass sie gegenständig überflogen wird. Eine 160 Dezibel Krachmaschine. Und wir brauchen absolute Ruhe für diese Szene. Sei die Heldin, Kleines. Der erste Assistent erklärt dir alles. Guys eigenes Genie braucht erstmal einen Schönheitsschlaf. Ruhe am Set. Alter, was ist denn mit dem? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, er ist eigentlich ein Fahrlehrer gefangen im Körper eines Regisseurs. Ah, oh, wie geil. Ne? So leicht cholerisch veranlagt. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass alle Fahrlehrer cholerisch veranlagt sind, aber doch schon ziemlich viele, oder? Seien wir mal ehrlich. Ziemlich viele. Ne? Ich hatte auch einen sehr guten Fahrlehrer, der mir auch das Ganze sehr gut beigebracht hat. Aber auch er war ab und zu ein bisschen laut. Sagen wir einfach nur laut. Ja, aber ne, ich habe ihn trotzdem gefeiert. War ein prima Kerl. Ne? So viel steht fest. Also ich habe ihn gemocht. Okay, Alter, ey. Oh Mann. Ja, jetzt erinnere ich mich auch gerade wieder an den Moment, wo ich zum ersten Mal von Guy Marvel gehört habe, wo ich jemanden auf der Straße getroffen habe, der mir von ihm erzählt hat. Ne, wo ich dann noch so gesagt habe, ja, der Name passt ja für einen Regisseur. Marvel, ne? Wenn der schon wie das Comic-Universum heißt, why not? Keine Ahnung, ob Far Cry sich extra die Rechte oder irgendwie irgendwas rechtetechnisch mit Marvel drehen musste, damit sie den Namen verwenden durften. Wer weiß. Kann ja durchaus sein. Naja gut, sprich mit dem Regieassistenten. Hey, bist du die versprochene Security-Tante? Hey, Vorsicht, ja? Du, ich bin nicht der erste Regieassistent. Nur der Tonmann, Dean. Guy hat den Kerl gefeuert, als der keine scharfe Munition bei den Kühen benutzen wollte. Also seine geniale Idee ist, dass man eine Szene wie beim Stummfilm dreht, nur eben mit Ton. Du kannst dir wahrscheinlich denken, wie gut das läuft. Lärm? In der Wildnis von Montana? Na sowas. Hier ist es scheiße laut.
Und du sollst die Geräusche ausschalten. Das meine ich wörtlich. Hörst du die Hupe? Genau dieser Scheiß muss aufhören. Beseitige den Lärm, koste es, was es wolle. Okay, ich wollte gerade schon sagen, weil die Hupe ging mir langsam auch auf den Sack. Von welchem Fahrzeug kommt die überhaupt? Hörst du die Hupe? Ja. Meine Fresse, ist da einer auf dem Lenkrad verreckt und drückt jetzt die ganze Zeit mit seinem Schädel dagegen oder was soll das? Vor allen Dingen danke, dass... Wow. Danke, dass ihr mir von den Sektenmitgliedern erzählt habt. Ganz nett. Wo zum Teufel? Da hinten? Nee. Das ist ein Angel. Aber hier aus der Richtung kam nur noch Ballere. Och, Leute! Jesus! Meine Güte. Nein! Wollte ich nicht! Ach Gott! Schnauze! Oh Gott, kommen jetzt hier unendlich viele Gegner, solange ich das Ding nicht ausschalte. So, komm. Damit ich wenigstens meine Ruhe habe. Lava! Oh! Die süße Ruhe geht runter wie Honig. Okay, komm wieder her. Ich horche nach anderen Problemen. Okay, kleinen Moment. Ich hole mir hier nur ganz kurz meine Belohnung. Nö. Den Aluminiumschläger. Ist es der Aluminiumschläger oder der Holzschläger? Keine Ahnung. Ach, ist ja auch wurscht. So. Oh, so schön still. Oh Mann, ey. Mir ging das wirklich, als ich mit dem Assistenten noch geredet habe, ich dachte mir auch die ganze Zeit, können die im Hintergrund mal die Schnauze halten? Wer auch immer da gerade auf dem Lenkrad gestorben ist, der soll wenigstens den Anstand haben, bevor die Leichenstarre ansetzt, noch wenigstens vom Lenkrad abzurutschen. Dass der die Hupe nicht dauerfeuert. Ah, oh, sichere das Gebiet, um den Lärm zu beenden. Vor allen Dingen, das ist ja auch geil. Ein Stummfilm nur mit Ton. Ja, Das ist doch eine ganz normale Szene, wie sie heutzutage halt gemacht wird. Oder nicht? Das ist schon so eine geile Vision. Wow, der hat sich mal schön selbst aus dem Leben genommen. Gut, habe ich weniger zu tun. So. Ohne Scheiß, ein Stummfilm nur mit Ton. Alter, ernsthaft? Wie die sogar, die sterben sogar religiös. Ne, so richtig so gen Himmel betend. Als ob sie in den letzten Momenten noch so sagen würden, oh, Joseph! Alter. Komm hinterm Baum hervor. So. Der ist down. Junge, gehst du down? Danke. Oh. Hallo. So. Ah, besser. Du schlägst dich gut. Komm zurück. Wir sind noch nicht fertig. Na, hab ich mir fast gedacht. Wäre auch zu schön gewesen. Oh Mann, ey, ein Stummfilm mit Ton, das wäre so, als würde man sagen, ey, wir machen so wie im Radio, nur mit Bild. Ja, nennt man Fernsehen. Hi. Die Sekte ist in der Wolfshöhle und fängt Wölfe, aus denen sie Judges machen. Dafür müssen sie gut ausgerüstet sein. Ich finde, wir sollten ihnen ihren Kram abnehmen. Tierfänger, bin ich auch für. Danke. Über jeden Hinweis zu einem Prepper-Versteck freue ich mich wie Sau. Wirklich. Ha, 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 ha. Die Dinger nehme ich gerne auseinander. Sind immer wieder gratis Skillpunkte. Man kriegt da immer mindestens 3 Skillpunkte frei Haus. Ist doch geil. Gottverdammte Musiktrucks. Jetzt kommen sicher die Angels. Schalte die Trucks und die Angels aus. Alles klar. Wo kamen die denn vor allen Dingen überhaupt her? Dachten sich auf einmal so, ach ja. Jetzt ist die Geräuschquelle weg, dann kommen jetzt mal die Trucks dazu.
Ey, wie viel die aushalten? Wirklich 2 Granaten? Unfassbar. Na komm, bleibt schön da. Ah, Mist. Das war wohl nix. Ah, ich habe ein paar erwischt. Nochmal ein paar. Geil. Na, das Mist. Aber... Kommt mal her. Ups. Kommt mal her, Leute. Bitteschön. Und bitteschön. Alter, wie lebende Fackeln laufen die noch auf mich zu. Verpisst euch. Könnt ihr mal verrecken? Hast du den Mähdrescher gesehen? Schnapp dir das Ding und schalte die Angels aus. Warum auch nicht? Wir sind eh schon tot. Leute. Flammenwerfer, let's go. Flammenwerfer-Action. So. Jawohl, Kills mit Flammenwerfern haben wir. Sehr gut. Dann ist der Vorteil auch schon mal frei. Also die Punkte sind freigeschaltet, wollte ich sagen. So, Na toll, Annäherung bringt mir. Ah, wobei. Hihihi. Komm mal her, du. Ja, komm. Hallo. Hallo. Hi. Ja. Na, kommt her. Ja, kommt. Ja, kommt. Geht doch. Na, also. Oh Mann, waren natürlich nicht alle. Aber die mit Wurfmessern erledigen, kann ich mir, glaube ich, gleich abschminken. Ups. Nein, Mann, ich wollte doch... Ich wollte den Kerl plündern in der Hoffnung, dass er Granaten oder sonst was hat. Nee. Ja gut, scheiß drauf. Oh, ja, verpisst euch, verpisst euch. Oh, nein. Ja. Okay. Schwein gehabt. Wow, wie der noch die Schaufel in die Luft geschmissen hat, bevor er gestorben ist. Der dachte sich so, diese Schaufel ist für dich, Gott, oder was? Verpisst euch, verpisst euch. Och Mann, ich Depp, ey. Okay, das war jetzt ein bisschen, mutig. Das hätte jetzt auch meinen Tod bedeuten können. Reicht das nicht langsam? Zerstöre... Alter, hier ist ja noch einer. Sag mal, Leute. Was kommen die immer mit neuen Lastern hierher? So. Reicht das langsam? Sichere das Gebiet. Alles klar. So. Da hinten sind noch welche. Hallo. Na super. Ja gut, scheiß drauf. Oh ne, oh ne. Verpisst euch. Verpisst euch. Natürlich. So. Ist gut jetzt? Danke. Ich glaube, Guy möchte mit dir rumknutschen. Alter Vater, ey. Wie die übertrieben haben. Kam ein Laster nach dem nächsten mit einer ganzen Armee von Angels hinterher. Alter, guckt euch das mal an, ey. Das reinste Schlachtfeld hier. Boah, den habe ich auch. Alter, die Karren, wie die ausgeschlachtet ausschauen. Oder ausgebrannt. Oh, krass. Okay, na super. Jetzt habe ich noch einen Molotow dazu gekriegt. Habe ich die Nummer? Ach, hier. Na, okay. Da schaue ich nochmal gleich bei der Gelegenheit. Hoppala, falsche Richtung. Schaue ich mal ganz kurz hier vorbei. Was brauche ich denn noch so? 3 Pfeilkills. Stimmt, das hätte ich auch noch machen können. Ich Depp. Granaten, Dynamit. Ah, noch einen Molotow-Kill. Sehr gut, dann habe ich 2 weitere Punkte. Ja, Wurfmesser spare ich mir bei den Angels lieber, würde ich sagen.
Fernkampf-Kills. Ja, puh. Ob ich es nochmal schaffe, Gegner aus der Entfernung zu erledigen, weiß ich nicht. Kills per Tod von oben. Das wäre auch noch nicht schlecht. Tod von unten? Die Gelegenheit dafür habe ich, ehrlich gesagt, nie gesehen. Ketten-Takedowns, Pistolen-Takedowns. Die könnte ich auch noch mitnehmen. Die wären auch nicht schlecht. Na gut, ich habe wieder ein paar Skillpunkte freigeschaltet. Was nehme ich denn jetzt? Ich würde sagen, Gewehrmunitionstasche, oder? Bam. Und hier könnte ich noch Nahkampfausrüstungstasche mitnehmen. Boah, warum nicht? Ne, ein weiterer Punkt. Ist jetzt sowieso der letzte Vorteil gewesen, den ich noch mit einem Punkt hätte kaufen können. So, dann kann ich ab jetzt wieder für die ganz großen Kaliber sparen. Okay. Alter Vater, ey. Ich brauche auf jeden Fall wieder einen Besuch beim Waffenhändler. Ist alles möglich. Du wirkst wahrlich Wunder. Du bist ein Naturtalent. Diese Weicheier in Hollywood könnten so einiges von dir lernen. Diese Wildheit, die du gezeigt hast. Intensiv. Oh, Guy hat sich dabei eingeschissen, aber gut so. Endlich kann Guy seine Magie über den ganzen Film spritzen. Blood Dragon 3 wird ein Meisterwerk. Ganz ehrlich, das muss er aber auch. Guy kann nicht mehr länger an so einer Scheiße wie Far Cry arbeiten. Lieber klemmt er sich die Eier in einer Schraubzwänge ein, als ihre verfickten Meinungen über Weltenbau, Konsistenz und Spielermotivation und Glaubwürdigkeit anzuhören. Dann lieber Freitod. Ich schwör's. Oh, und das vorhin war ernst gemeint. Geschlossenes Set. Verpiss dich mal hier. Boah, du Arschgeige. Was zur Hölle? Ruhe am Set, ey. Geil. Zuerst habe ich dir geholfen und dann sagst du mir noch, ich soll mich verpissen. Ja, danke schön. Ja, du unsympathischer Haken. Aber das... Oh Mann, ey. Das war schon ganz geil. Ne? Doch nicht an so etwas wie Far Cry arbeiten. Ist wahrscheinlich einerseits natürlich klar eine Anspielung auf die Spielereihe selbst, aber ich glaube auch, dass der Typ gleichzeitig so eine kleine Anspielung auf Uwe Boll sein kann, oder? Weil Uwe Boll hat ja sehr viele schlechte Videospielfilme produziert, unter anderem halt auch Far Cry mit Til Schweiger, ne? Von daher kann sein, dass das so ein kleiner Seitenhieb in Uwe Bolls Richtung war, der Typ hier. Und vielleicht war er deshalb so ein kleines bisschen als Arsch dargestellt, ne? Weil Uwe Boll sich teilweise ja auch, Kritikern gegenüber jetzt nicht so ganz freundlich äußert, wenn man es mal so sagt, ne? Der hat ja, keine Ahnung, war es nicht sogar so, dass der die ganze Zeit irgendwelche Filmkritiker, die schlechte Reviews zu seinen Filmen geschrieben haben, zu solchen Boxkämpfen herausgefordert hat? War das nicht so abgedreht bei dem? Oh Mann, ey. Ja, so ist es halt. Einfach nur, naja, gut. Reden wir nicht weiter drüber. Lassen wir das. Oh Gott, okay, alles klar. Dann würde ich sagen, als nächstes nehme ich mir auf jeden Fall diesen Außenposten vor. Der wird als nächstes erobert, aber das machen wir erst im nächsten Part. Für heute würde ich erst einmal sagen, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!